So, jetzt geht's hier auch schon mächtig zur Sache. Wir schlagen uns gleich mal hier durch. Diese Typen haben noch keine Chance gegen den einzig wahren Batman. Ja, das sitzt. Finisher. So schnell kann's gehen. So, wo geht's denn jetzt lang? Ach, da kommt noch mehr. Na dann, los! Schnell, flink und agil. So wie man's von Batman kennt. Nein, das war schlecht. Die Typen tun mir doch echt leid. Und nein, das war's doch noch nicht. Aber jetzt. So, das wäre erledigt. Dann auf geht's. Ich finde einen Weg raus. Gordon, versuchen Sie, den Anstaltsleiter zu kontaktieren. Sagen Sie ihm, was passiert ist. Ich komme zurück. Am einfachsten geht's immer noch, wenn man einfach durch die Lüftungsschächte geht. Eine Rittertrophäe. Wenn du denkst, dass ich dich entkommen lasse. Schau dir doch mal, was da so steht. Ihr könnt's mir an die Comments schreiben, ob ihr das lesen möchtet oder nicht. Dann werde ich's auch länger einblenden in diesem Fall. Haben wir hier noch einen Lüftungsschacht? Oder so geht's auch. Du weißt, dass es eine Falle ist. Natürlich ist es das. Es ist immer eine Falle. Batarangs? Ah, die haben wir auch schon. Und diese nervigen Joker-Zähne. Weg mit dem Zeug. Von dem kriegt man ja Albträume. So, ich denke, dann machen wir uns gleich mal auf die Suche nach unserem guten alten Freund, dem Clown. Noch ein paar Joker-Zähne. Überall, wo der Verrückte hingeht, folgt ihm mit Sicherheit der Tod. Alle Patienten sollten ihre Medikamente jeden Tag zu den verschriebenen Zeiten nehmen. Warnung! Sicherheitslücke auf Ebene B3. Oh, böse Typen. Warnung! Sicherheitslücke auf Ebene B3. Ja, hier alle nur freigelassen. Warnung! Sicherheitslücke auf Ebene B3. Aber das ist ja kein Problem für uns. Warnung! Sicherheitslücke auf Ebene B1. Nein, von hier bin ich ja gekommen. Oracle, hörst du mich? Laut und klar, was geht? Joker ist der Bewachung entkommen. Er läuft frei in Arkham herum. Brauchst du was? Ist mein Dad immer noch da? Commissioner Gordon ist in Sicherheit. Joker hat keinen großen Vorsprung. Ich melde mich. Ja, den holen wir doch schnell mal ein. Kein Problem. Hey Leute, was läuft? Gott sei Dank, es ist Zess. Er hat Mike. Er wurde an den Stuhl geschnallt. Zess ist völlig durchgeknallt. Warte hier. Er wird Mike töten, wenn er sieht, dass jemand versucht, sich ihm zu nähern. Er wird mich nicht sehen. Wenn ich irgendwas sehe, was einer Fledermaus auch nur ähnelt, stirbt dieser Aufseher. Habt ihr verstanden? Ja, halte durch, mein Freund. Ich bin schon unterwegs. Wir schleichen uns einfach an. Lass die Finger vom Auslöser, Sess. So. Hier scheinen wir richtig zu sein. Sess hat meinen Kumpel. Er wird ihn grillen. Mach was, bitte. Beschäftigen Sie ihn. Ich muss hinter ihn.
Und wie machen wir das? Ich muss nah genug an Sess ran, um zuzuschlagen. Am Boden wird er mich kommen sehen. Deshalb bleibe ich oben. Oben? Okay. Diese alten Wasserspeier sollten mein Gewicht tragen können, falls ich mich darauf schieße. Ganz einfach. Und schon können wir über ihn hinüberschwingen. Der nichts merken. Bereit? Los! Sess ist am Boden, aber nicht lange. Ich muss nah ran und ihn ausschalten. Erledigt. Jemand muss dieses Tier zurück in seine Zelle bringen. Das lief schon mal gut. Geht das Ding? Oh, hi, Batman. Hier ist Harley Quinn. Wie gefällt dir meine neue Uniform? Schick, schick. Ziemlich heiß, hä? Und ich will dir auch was zeigen. Einen Moment, Batman. Ich springe für den alten Mann ein. Der alte Sharpie war nie glücklicher. Falls du es noch nicht gemerkt hast, heute ist der Tag, wo Joker nach Hause kommt. Und du bist der Ehrengast. Du hast eine Chance, dich zu ergeben, Quinn. Verlockend, Batman, aber keine Chance. Die Insassen haben jetzt in der Anstalt das Sagen. Na, technisch gesehen sind das Jokers aus Blackgate angekarrte Schläger. Aber du weißt, was ich meine. Mach's gut. Ja, das heißt schlechte Karten für uns. Oracle, ich bin hier. Die Anstalt ist gerade aus dem System verschwunden. Er kontrolliert das Sicherheitssystem. Wahrscheinlich hat er es vom Netz getrennt. Das ist nicht alles, was er gemacht hat. Alle Polizeieinheiten melden, dass er in ganz Gotham Bomben versteckt hat. Er sagt, er lässt sie hochgehen, wenn jemand seinen Fuß auf Arkham Island setzt. Es wird noch zurückgehalten, aber die Story wird jeden Moment veröffentlicht. Er lügt. Das ist nur ein Trick, um Leute fernzuhalten. Woher weißt du das? Ich kenne ihn. So, verschwinden wir hier. Wir sind hier eingesperrt. Versuch's mit dem Funkgerät. Die Aufsicht sollte das Tor runterfahren können. Harley glaubt, sie hat mich in der Kammer eingeschlossen. Sie war noch nie besonders schlau. Natürlich nicht. Batman, du kannst jetzt den Wächterfunk mithören. Steve, noch mehr Blackgate-Gefangene beim Heizkessel. Ist das hinter ihm? Was zum... Es ist Joker. Er ist frei. Wie konnte er aufbrechen? Tut mir leid, der Funkverkehr spielt verrückt. So geht's nicht. Noch eine Redetrophäe? Und wieder raus. Kein Problem, wir sind ja mächtig kräftig. Batman hat jahrelang Steroiden geschluckt. Sie ist verschlossen. Es geht weder rein noch raus. Schon wieder? Sie sind da drin eingeschlossen. Okay. Was ist das für ein Zeug? Jokers Gift. Hör zu, der Raum ist voller Giftgas. Jeder, der da drin gefangen ist, ist tot. Gehst du da rein und hilfst ihnen, Batman? Natürlich. Ich bin schon unterwegs. Und natürlich wieder durch einen Lüftungsschacht. War ja klar. Das ist kein einfacher Ausbruchsversuch. Joker hat das geplant. Joker hat immer alles geplant. Hier drüben! Bitte! Schon unterwegs. Warte kurz. So. Ihnen wird nichts passieren. Bleiben Sie hier. Gern geschehen. Und einen kräftigen Satz. Batman ist hier. Halt noch ein bisschen länger durch, Steve. Ja, warte, Kumpel. Wo bist du denn? Du fällst? Achso, da oben. Nein, warte. Halte aus! Ich verfolge das Tier, das das getan hat. Batman, das Absaugsystem! Steve hat versucht, an das Schaltpult am Ende des Raums zu gelangen. Fliegen wir einfach mal rüber. Ich kann nicht glauben, dass er mich hier gelassen hat. Jaja, ich rette auch dich. Gute Nacht. Absaugsystem. Hier, das scheint das Richtige zu sein. Einmal kurz zielen und Wurf. Like a Batman.
denke, hier ist wieder alles sicher. Noch ein paar Joker-Szenen zerstören und das war's. So, dann beende ich hier auch gleich meine Aufnahme und wir sehen uns beim nächsten Take.